Meine Damen und Herren, ich habe Jochen Kaiser vor rund 40 Jahren kennengelernt hier in München. Ich kam nach München und hatte eine Einladung auf eine Party eines Freundes aus Berlin, Wolfgang Ebert, der in einer anderthalb Zimmer-Party das Unvorstellbare zustande brachte, nämlich 200 Leute auf 40 Quadratmetern unterzubringen. Und wenn man einmal da war, konnte man auch so viel trinken, wie man wollte. Man konnte nicht mehr umfallen. Und vor mir stand Joachim Kaiser und ich war erfreut, ihn kennenzulernen. Und einer der ersten Sätze, die er zu mir sagte, war: Ich hoffe, Sie haben reiche Eltern, denn München ist sehr teuer. Das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben und dann kam noch, und das ist für ihn charakteristisch und kein anderer kann das, der Nachsatz: Sie kennen doch, und das ist für mich ein Motto geworden, Sie kennen doch Nestroys berühmtes Wort: Die Phönizier haben das Geld erfunden, doch leider zu wenig. So fing das an. Ich erzähle diese privaten Geschichten nur, damit Sie wissen, warum wir Du zueinander sagen. Es wäre zu anstrengend, immer zu überlegen, wie man es anders täte. Jochen Kaiser wird demnächst 80, Sie haben es gehört. Die Geburtstagsvorbereitungen laufen auf allen Touren. Und wir freuen uns, dass wir ihn heute hier befragen dürfen. Das wird nicht schwer fallen, da man eigentlich zu viel hat als zu wenig. Er hat alle Noten vom Barock bis zum frühen 20. Jahrhundert gelesen und den größten Teil davon sogar im Kopf. In seiner Erinnerung, man muss sich sein Gehirn vorstellen, stehen rund 1000 Romane, Gedichte und Essays. Er hat mit 23 einen Aufsatz über Adornos Philosophie der neuen Musik geschrieben, ein Buch, an dem heute noch 50 Jahre später die Musikwissenschaftler herumknabbern, weil es ein paar Schwierigkeiten aufgibt, die bis heute nicht gelöst sind. Und interessanterweise hat dieses Buch auch nie eine Nachfolge gefunden. Er spielt, auch das müssen wir heute besprechen, trotz eines, wie er meint, zu kurzen Daumens sehr gut Klavier. Er war sicher 5000 Mal im Theater. Er war sicher 10.000 Mal in Konzerten und in der Oper. Er selber hat sicher mehr als 3000 Aufsätze, Artikel und sonstige Texte verfasst und 3 Dutzend Bücher geschrieben. Er musste zunächst, aber wollte dann wohl auch, sicher 500 Nachrufe schreiben. Er ist ein besonders begabter, was man nicht von jedem guten Pianisten sagen kann, ist ein besonders guter Tischtennisspieler, wie ich früher bei ihm zu Hause erleben durfte. Und er ist heute ein besonders beliebter, aber auch gefürchteter Radfahrer, weil er während des Radfahrens natürlich an seinen Texten arbeitet oder bestimmte komplizierte Noten nachprüft. Er ist, wenn Sie Bahn fahren und ihn sehen, erkennen Sie ihn daran, dass er als erstes die Schuhe auszieht und seine Schlappen anzieht. Er ist ein Verteidiger der Hochkultur,
das wissen wir alle, und fühlt sich darin mit einem gewissen Recht als den letzten Mohikaner. Sie wissen alle, wo der letzte Mohikaner herkommt, von Coopers Roman. Wo sollen wir also anfangen? Es gehört sich natürlich, dass man in einer katholischen Akademie mit Gott anfängt. Bei Jochen Kaiser kommt, und das werden wir heute erleben, Sie werden jetzt besonders darauf achten, kommt Gott in der Hauptsache als Diminutiv vor, nämlich Ach Jottchen. Ach Jottchen. Das heißt, er hat einen ziemlich vertrauten Umgang mit Gott. Und das kommt vielleicht daher, dass sein Großvater mütterlicherseits, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ein Pfarrer war. Aber er ist protestantisch und hat einen sehr liberalen Umgang mit seinem Gott. Also Ach Gott oder Ach Jottchen ist ein Ausspruch, der in seiner dialektalen Färbung bei ihm sehr häufig vorkommt. Vielleicht frage ich dich einfach, ist ja ein neutrales Haus hier, wie hältst du es denn mit der Religion? Naja, also das, was du sagtest, war noch ein bisschen untertrieben. Meine Vorfahren sind also bis 1600 ganz leidenschaftliche Protestanten gewesen und die waren alle im Thüringischen, sodass also meine Familie auch sagte, als der Osten immer bedrohter wurde durch die sich nähernde russische Front, wir treffen uns alle in Bad Kösen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das ist, hier weiß man das vielleicht nicht, ja, das ist so in der Nähe von Weißenfels da unten und also viel protestantischer kann nicht sein. Mein Onkel Rudolf Abramowski, meine Mutter hieß Abramowski und ich denke immer, wer weiß, ob nicht ein bisschen was Jüdisches in mir ist, denn der Name klingt ja nicht sehr germanisch. Also mein Onkel Rudolf Abramowski war Theologieprofessor und da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass ich habe es natürlich damals nicht gewusst, erst heute, dass selbst der Zweite Weltkrieg bestimmte Sitten nicht kaputt gemacht hat. Mein Onkel schrieb nämlich an einem Buch, an einer Interpretation über die Psalmen. Und das machte man damals mit einem Titel, der uns heute vielleicht ein bisschen forciert vorkommt, aber der schon mit dem Thema der Psalmen zu tun hat. Das hieß das Buch des betenden Gottesknechts. Und das gibt es heute und das sind also Interpretationen von den gut 150, ja wunderbar poetischen Psalmen, die die jüdische, soll ich sagen, Kultur oder Religion hervorgebracht hat und die ja quasi anonyme Dichtungen waren über die Jahrhunderte hin. Gut. Und ich war ein 11-jähriger Junge und besuche meinen Onkel, der also nicht mehr Professor war, sondern in Lück Pfarrer, besuche ihn dort und sehe lauter englische Bücher aus dem Britischen Museum. Und sage, Onkel Rudolf, wie kommen die denn jetzt hierher? Sagt er, ja, weißt du, ich schreibe doch über die Psalmen und da ist die wichtige Dinge der Literatur, die muss man aus dem Britischen Museum in England haben. Da sagte ich, das kann ich mir schon vorstellen, nur wenn ich nicht irre, ist doch gerade Krieg mit England und zwar ziemlich heftig, mit Bomben von beiden Seiten. Und so sagt er, nein, das geht sehr gut, die sind da auch sehr zuverlässig, die schicken alles nach Schweden, das schicken die von Schweden nach Lück, ich arbeite es hier durch, dann schickt man es nach Schweden zurück und dann geht es wieder nach London. Und mein Gott, wenn man sich das bei der Verrohung der politischen Verhältnisse heute überlegt, wie sagte der Adorno mal, in der Erinnerung hat man immer das Gefühl, dass der vorletzte Krieg noch ganz human gewesen ist. Also daher habe ich das und wenn ich mich so und Sie mich jetzt auch so reden höre, dann denke ich, selbst wenn man mit manchem Dogmatischen und was man wohl glauben muss, wenn man sich ein Christ nennt, es nicht ganz leicht hat, so dieses Protestantische, dieses etwas Lehrhafte, dieses auch vielleicht ein bisschen selbstbewusste Sündenbewusstsein und so, das wird man nicht los, selbst wenn man sich wie viele berühmte Pfarrerskinder davon trennt. Und ich sage manchmal selbstironisch, aber auch anders ironisch,
wenn ich in der aus der Matthäus-Passion komme, das ist doch ein verdammt teures Konzert für mich. Das kostet mich eigentlich jedes Jahr 25.000 Euro. Und dann sagen die Leute, ist es so teuer? Sage ich, nein, bloß weil es solche Dinge gibt, kann ich nicht aus der Kirche austreten. Und das ist ein, ich gebe zu, ein etwas ästhetischer Grund, aber es gibt ein paar gewaltige Werke, die also die Religion, weiß Gott, von dem Psalm angefangen hat, bis eben hin zur Matthäus-Passion und ein paar anderen Dingen hervorgebracht hat. Und die, deshalb klammere ich mich doch daran. Also so viel zu diesem für mich nicht ganz einfachen Thema. Aber ich meine, es sind ja zwei Sachen, auf die ich eigentlich kommen wollte. Das eine ist die Begabung für Rhetorik. Die lag ja nun mal in den Händen der Pfarrer und der Gottesmänner. Zunächst nicht in den Händen der Professoren, und keiner kann so gestisch präzise reden wie du. Ich nehme schon mal an, das ist auch ein Erbteil des Großvaters. Und das Zweite ist natürlich die Kirchenmusik. Und damit sind wir bei dem ersten großen Lebensthema, nämlich der Musik. Das musst du doch ein wenig erzählen, dass im Elternhaus vor allen Dingen der Vater ein passionierter Kammermusiker war und doch so viel in dir eingepflanzt hat, dass du heute noch sagst, dass die Kammermusik dann doch die, vor allen Dingen das Quartett, ja. Das Essentielle des Streichquartetts, wo also keine großen Trommeln und keine Instrumentationsfinessen und sowas ist, sondern wirklich seitdem, was der Haydn erfunden hat. Und seitdem der Mozart dachte, es darf niemand etwas besser können als ich und sich mit seinen 6 Haydn-Quartetten besondere Mühe gegeben hat. Und seit der Beethoven sagte, wenn ich 6 Quartette schreibe, muss das besser sein als alles andere. Und damit sehr lange gewartet hat, bis er seine Quartette Opus 18 schrieb, sodass der Schubert dann seine letzten Quartette auch mit äußerster Kraft, da war ja das Quartett sozusagen eine Wiener Spezialangelegenheit, die haben das ja alle in Wien komponiert. Seitdem gilt das Streichquartett für alle Komponisten als die eigentliche. Da kommt es auf die musikalische Substanz an. Und deshalb sind auch, sagen wir mal, von Bartok meiner Ansicht nach oder von Schönberg oder von Alban Berg die Streichquartette was ganz Besonderes. Ich habe übrigens selber auch ein bisschen Cello gespielt damals. Ich habe nicht nur Klavier gelernt, sondern Cello und sogar etwas Klarinette. Man muss ja die Wahrheit sagen, und die Wahrheit ist gewesen, ich weiß nicht, wie es in deutschen Großstädten war, wie es in Berlin war oder hier in München. Es haben sich eigentlich heftig die Nazis, also das Dritte Reich, das schon da war und das den Sprachton bestimmte und so weiter, die haben sich in das Privatleben, zumal von Leuten, die keine Beamten waren, als Arzt ist man ja kein Beamter, damals weder im Milkenkreis Lötzen, wo ich geboren bin, da schon gar nicht, das waren kleine Orten in Masuren, aber auch im Tilsit im Grunde nicht eingemischt. Man konnte ziemlich machen, was man will. Ich erinnere mich gut, wie der Landgerichtsdirektor Grimm, das war einer unserer Freunde, der kam von einer Parteiversammlung, als Jurist musste er in der Partei sein, hatte noch die braune Uniform an, und wir machten das Mendelssohn-Klaviertrio. Also das ging, und mein Vater hat auch dafür gesorgt, dass ich nicht zum Jungvolk musste. Der kannte da einen Arzt und der hat mich dann krankgeschrieben. Ich höre heute noch den Satz dieses jungen Arztes zu mir: Jochen, wenn jetzt brauchst du nicht zum Dienst zu gehen, wenn ich jemand zwingen will, dann nenne mir den Namen, dann wird er bestraft. Das hört man natürlich als 12-Jähriger gerne. Zu Deutsch, man konnte eigentlich, ich war keineswegs Anti-Nazi, das ist man mit 10, 11 Jahren nicht, sondern ich war aber auch nicht dafür, weil die mischten sich ja nur ein, man musste zum Dienst gehen, man musste irgendwas machen, was ich nicht wollte. Ich hatte eigentlich eine recht behütete, fast möchte ich sagen, luxuriöse Jugend. Verstehen Sie, damals gab es noch, das Wort klang auch nicht so abschätzig wie heute, es gab noch Dienstmädchen, die machten mir die Schuhe zu. Meine Familie hatte, was bei einer Arztfamilie vielleicht nicht ganz so außergewöhnlich ist, wir hatten aber damals schon 2 Autos. Das galt natürlich als Luxus. Mein Vater war ein ziemlich guter Arzt, der wurde dann später ein bisschen ein Opfer der Technik. Der hat
Dem macht alles handwerkliche Spaß, also ein Parthos, eine Geburt. Da macht er, der musste, glaube ich, damals jeden Tag 20 Minuten Schriftkram machen. Das hat sich unglaublich, ich will doch die Leute gesund machen und nicht fortwährend irgendwas schreiben. Ne? Der würde sich aber heute wundern. Ich weiß es von der Zahnärztekammer aus Mainz. Also, als ich da diesen Preis bekommen habe, da hatte ich das Glück, danach zwischen lauter Spitzenangehörigen der Zahnärztekammer von Mainz zu sitzen. Und es war auch ein relativ stiller Mensch da, das war der pfälzische Ministerpräsident, aber der kam vor lauter Zahnärzten gar nicht zu Wort. Aber was die einem über die Berufssituation von Ärzten erzählen, die beispielsweise nicht mal wissen, was sie verdienen, weil das erst zum Schluss berechnet wird und so weiter und so weiter, das ist also abenteuerlich. Aber mein Vater war schon das Wenige zu viel. Und er spielte ausgezeichnet Geige und empfand, glaube ich, an den Nazis nur schlimm, dass er also seine Lieblingsstücke nicht öffentlich spielen durfte. Er trat oft öffentlich aus, so wie Wieniawski und Mendelssohn und so, die waren ja als Juden nicht erwünscht. Gut. Und dann, weil er ein bisschen zum Unreinspielen neigte, was er aber selbst nicht hörte, dann gab es das, ja, damals gab es ja noch die ganze Grammophontechnik und so weiter nicht so sehr, hörte er sich 1950 mal selber und sagte zu Tode erschrocken: Mein Sohnchen, ich wusste ja gar nicht, dass ich so unrein spiele. Verstehen Sie, jeder Mensch hat übrigens eine gewisse Idiosynkrasie gegen die eigene Stimme. Wenn man sich selbst zum ersten Mal, also bei mir nicht nur beim ersten Mal im Rundfunk hört oder beim Telefon, sagt man, das soll ich sein. Ich werde nie vergessen, wie der Ernst Jünger mir mal sagte: Mein Gott, als ich mich zum ersten Mal erinnerte, dachte ich, dass ich genau dieser widerwärtige hannoveranische Tonfall, den ich mein Leben lang gehasst habe. Also, meinem Vater ging es also mit dem Geigespielen so und er hatte danach an sich selber nicht mehr so viel Spaß. Und deshalb hatte ihm wohl auch in Berlin ein berühmter Professor damals gesagt: Herr Doktor, Sie spielen glänzend, aber Sie spielen nicht sauber genug. Und ich würde Ihnen raten, machen Sie lieber was anderes. Die Folge davon war eben, dass ich immer, wenn ich mit ihm in Tilsit in ein Konzert ging, dann sagte er: Mein Gott, das hätte ich besser spielen können, wenn ich hätte besser spielen können. Aber er... Das war's, hört auf. Mit einem Wort, die behütete Jugend eines Jungen, der... Ich wusste schon, dass die Schule mir keine großen Schwierigkeiten machen würde, hatte gar kein besonders tolles Zeugnis, manche Fächer recht gut, manche mittel, manche schlecht. Dann, das muss ich jetzt sagen, obwohl es schrecklich streberhaft klingt, dann ging mir aber doch sozusagen die verbale Übermacht der fortwährend gepredigten fanatischen Weltanschauung immer mehr auf die Nerven. Verstehen Sie, es war ja nicht so damals, dass man mehr oder weniger frei zueinander reden konnte, was man wollte, sondern wer sich öffentlich meldete, sprach so, wie man damals sprach. Also defätistisch durfte, zumal während des Krieges, defätistisch durfte man nicht sein, ironisch durfte man nicht sein, skeptisch durfte man schon gar nicht sein und so weiter. Alle Leute, die sich äußerten, das merkten sie gar nicht, die wurden allmählich doch, wirkten so wie fleischgewordene Fahnensprüche. Und das ging mir als Jungen sehr auf die Nerven. Irgendwann dachte ich, jetzt das Gefühl, dagegen musst du dich doch wehren. Und deshalb fing ich auch verhältnismäßig früh an zu lesen. Also das weiß ich doch noch. Ich wollte einfach, hatte den Instinkt, das war nicht so bewusst, wie ich es jetzt darstelle wahrscheinlich, den Instinkt, ich muss auch vernünftige Sachen lesen, sonst kann ich mich dagegen nicht wehren. Verstehen Sie, die Zeitung hieß nicht etwa Tilsit der Zeitung, sondern die hieß Memelwacht und so. Und das war überall so, das war gar nichts Besonderes. Ich las also doch mit 11 Jahren den Menschenfeind von Molière. Und dann sagten meine Eltern, der Zauberberg ist wohl nichts für das Kind. Und kein Kind wird durch irgendeinen Satz mehr provoziert, etwas zu lesen, als durch einen solchen. Und ich finde es auch sehr oberlehrerhaft zu sagen, wahrscheinlich hast du damals mit 12 oder 13 nicht alles verstanden. Man versteht schon das, was man verstehen will. Und ob ich heute den Faust 2 ganz verstehe, weiß ich auch nicht. Also wenn man etwas liest und da an der Stange bleibt, hat man was davon. Und auf diese Weise war also einerseits das Musikalische ganz sicher und andererseits das, wie soll ich sagen, das Literarische kam so als richtig gehend intellektuelle Munition nach. Aber erzähl noch ein bisschen, weil das ist ja doch ungewöhnlich, wenn man diese Städtenamen hört und dann du erzählst, dass der berühmte Edwin Fischer dort aufgetreten ist und andere.
die dann auch in das Elternhaus gekommen sind. Mein Vater war Chef des Musikvereins und es hatten natürlich damals die großen Solisten eine sehr viel, während des Krieges, eine sehr viel kleinere Auswahlmöglichkeit als wahrscheinlich heute. Hm. Wo sollten denn die konzertieren? In Länder fahren, die von den Deutschen besetzt sind? Das war nicht ganz unriskant. Alle Feindländer fielen sowieso aus. Zum Beispiel die berühmte Ginette Neveu, die tollste Geigerin, die ich je erlebt habe. Die hat auch, komischerweise, hat auch in Tilsit gespielt. Solche Sachen haben viele Gründe, die man sich später kaum mehr klar machen kann. Ich habe zum Beispiel neulich, mit dem bin ich fast befreundet, den Maurizio Pollini gefragt, warum spielen Sie eigentlich so sehr oft in Deutschland und so relativ selten in Italien? Denn der Pollini ist ja ein wunderbarer Pianist, der in Italien, weiß Gott, auch geschätzt wird. Und da sagte er zu mir: Herr Kaiser, ist Ihnen klar, dass es in Italien ganze 5 Orchester gibt, die mich begleiten könnten? Und hier in Deutschland 120. Infolgedessen, so ist es eben. Und auf solche Dinge soll man auch stolz sein. Und wenn immer nur geschimpft wird, das ist so langweilig und meist auch uninformiert. Wir haben eben hier eine große Orchester- und Theaterkultur und Opern auch, sodass die großen Sänger von der ganzen Welt froh sind, wenn sie hier ein Engagement bekommen. Und der Pollini kommt dauernd hierher, weil er hier Orchester findet, die ihn bei Beethoven und Brahms-Konzerten begleiten könnten. Gut. Ich kehre zurück. Als ich dann mein Abitur machte, für mich war, das muss ich auch sagen, das ist eine der entscheidenden Punkte meines Lebens, die einem auch niemand so recht glaubt. Wenn Sie hören, Krieg, entsetzlich, es wird immer schlimmer und dann kommt die Katastrophe 1945, das Ende und dann geht es langsam wieder los. Da kann ich nur antworten, für mich und viele meinesgleichen war es nicht so, sondern wenn irgendetwas zusammenbrach in einem, eine Überzeugung oder wenn manche vielleicht doch gedacht haben, am Dritten Reich ist was dran und es scheint ja doch und so weiter, es muss doch was. Also wenn die sich davon überreden ließen, spätestens nach Stalingrad musste jeder halbwegs vernünftige Mensch, ich war 1928 geboren, ich war also bei Stalingrad 15, 16 Jahre alt. Trotzdem spürte ich nur, vielleicht wenn man da im Osten lebte, noch mehr, jetzt ist nichts mehr zu machen. Jetzt gleicht also sozusagen die nächsten Jahre, bis es aus ist, die gleichen jetzt einen dunklen Tunnel und wie soll es weitergehen? Grob gesagt, und das vergisst man auch, man vergisst verdammt die Angst. Man hatte einfach eine enorme Angst davor, wie soll das nun weitergehen? Die von allen Seiten kam sozusagen die siegreiche und ja auch moralisch überlegene Feindesmacht an und die Verteidigung wurde immer fanatischer und immer sinnloser. Und ich war sowas von erlöst, als es 1945 vorbei war, dass für mich das Jahr, also ich betrachte das als einen großen und glücklichen Moment in meinem Leben, als es hieß, es ist Frieden. Ich gebe zu, das klingt unwahrscheinlich. Man hatte grob gesagt nichts zu essen, die Angehörigen waren nicht da. Es war 90% der Münchner Innenstadt kaputt, es war Hamburg kaputt, es war Dresden kaputt, es war alles, alle Städte waren hin. Ich sage heute, das ist eine Idee, die habe ich auch in meinem Buch nicht geschrieben, weil ich sie nicht zu schreiben wagte. Ich denke manchmal, vielleicht ist es ganz gut gewesen, dass damals der Aufstand Stauffenberg und so weiter gegen Hitler schief ging, weil bestimmt, wenn sie den Hitler hätten umbringen können, das hätte Deutschland manches erspart, aber ich bin ganz sicher, dann hätte nach dem Krieg sofort wieder die im Felde unbesiegt und er hatte noch eine dritte Waffe und. So haben wir eine Niederlage erlitten, die einer enormen Bestrafung für die enorme Verfehlung eines Volkes, so wurde das empfunden. Man sagte sich, ja, wir haben ja selbst mit den Luftangriffen angefangen und. Ich will mich gar nicht so wahnsinnig beknirschen, aber Deutschland hatte eine ungeheure Schuld auf sich geladen oder in unserem Namen hatte man sie auf sich geladen, sodass man das fast ein bisschen, dass alles kaputt war, dass wir ganz bei Null anfangen mussten, das empfand man ein bisschen,
das haben wir verdient und jetzt machen wir weiter, jetzt fangen wir neu an. Verstehen Sie, das erklärt mir auch sehr, warum beispielsweise über die Luftangriffe, die doch die ganze Nation trafen. Es saß doch, alle Menschen, die älter sind, die saßen damals, ich oft genug, in Kellern und es bombte immer näher und man hatte nichts weiter als ungeheuer Angst. Man konnte ja gar nichts machen. Aber man hatte das Gefühl, wir haben, das ist nicht ganz unverdient. Wir haben damit ja auch angefangen, in England und so weiter. Und man nahm es sozusagen als eine Art, jetzt war es dann aber auch vorbei, beinahe würde ich sagen, das war das, was wir da zu zahlen hatten. Und es hat sich dann auch niemand erst, es war ja erst, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren, dass auch in der Literatur alle diese Dinge aufgearbeitet wurden. Verstehen Sie, an sich ist doch nicht zu, kaum zu glauben, dass eine ganze Nation so eine Prüfung durchmachen muss, wie es die Luftangriffe waren, und das schlägt sich literarisch kaum nieder. Es gab den Nossack. Es gab auch den Ledig, das hieß, glaube ich, Stalin. Ja. Aber an sich gab es das nicht. Das fing, glaube ich, erst in den 90er Jahren an. Die wirkliche Bearbeitung ist überhaupt erst durch Sebald. Ja, durch Sebald. Und der war war ja Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Aber Jochen, erzähl nochmal, weil das ist, interessiert ja auch viele Ältere unter uns. 45 bis 49, also nicht als eine schreckliche Zeit, sondern eigentlich als eine Zeit der wirklichen Freiheit, nicht Befreiung, doch Freiheit. Und dann Beginn des Studiums, eben nicht ein Instrument, das hatte man schon oder konnte man schon, sondern einen ordentlichen Beruf, Musikwissenschaft, Germanistik. Und dann, sagen wir mal, wenn du diesen kleinen Abschnitt bis zu diesem Aufsatz über Adorno, mit dem du sozusagen, das war dein Entree-Billett für die Schreiberei. Vielen Dank, dass du mich drauf bringst. Das hat ja ein bisschen was von einer Success-Story. Meine Misserfolge erzähle ich Ihnen nicht. Aber jedenfalls, das war schon ein Erfolg. Aber man muss jetzt erstmal objektiv sagen, ich empfand die Jahre von 45 bis etwa 50 als unsere und meiner Generation 20er Jahre. Denn denken Sie mal, das wissen die meisten auch nicht mehr, und das ist auch ein bisschen durch die 68er in Vergessenheit geraten. Es ist natürlich keineswegs so, dass die Deutschen nur, was weiß ich, sich Anzüge kaufen und Reisen machen wollten, sondern es gab 45, 46, 47, 48, 49 eine ausgesprochene Zeitschriftenkultur. Sowas wie die Frankfurter Hefte oder die Neue Rundschau oder der Merkur. Zeitschriften, die heute an einem Existenzminimum von 3.000, 4.000 kleben, und wenn es sie nicht mehr gäbe, würde es die Öffentlichkeit kaum merken. Ich machte deshalb übrigens lange Zeit im Bayerischen Rundfunk Zeitschriften schauen, um darauf hinzuweisen, weil der immer noch viel Gutes ist, nur die hatten damals 100.000 Auflage. Das heißt, die Leute wollten es wirklich wissen. Da schrieb die Ida Friederike Görres in den Frankfurter Heften einen Brief an die Kirche. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das diskutiert wurde. Oder auch viele andere Dinge. Der Eugen Kogon hatte ja den SS-Staat geschrieben und so weiter. Es stimmt also nicht ganz, dass man von alledem absah, aber weil man das Gefühl hatte, wir sind mit Recht bestraft worden, hatte man auch so ein etwas, merkwürdig, es klingt seltsam, hatte man so etwas die Freiheit zu sagen, so, jetzt fangen wir von vorne an. Das, was uns umgibt, das akzeptieren wir als Strafe und jammern noch nicht darüber. Und wenn Millionen fliehen müssen, dann hat man auch nicht das Gefühl, mir geht es persönlich schlecht und alle anderen besser und so weiter. Und so machte ich ein mittelmäßiges Abitur oder ein ganz ordentliches und fuhr nach Göttingen und ließ mich in Musikwissenschaft prüfen. Ich wusste gar nicht recht, was das ist. Und der Professor Gerber war sehr, sehr einverstanden, der brachte mich nach Brahms und da kannte ich mich nicht schlecht aus. Ja, und dann fing ich an, das zu studieren und wurde von Semester zu Semester unglücklicher. Und dachte, um Gottes Willen, liegt es an dir. Ich habe da das Gefühl, meine Kommilitonen, die haben die Musik so behandelt, als ob es Chemie wäre oder Juristerei. Also die haben das analysiert. Die gingen noch gar nicht so besonders gerne in Konzerte, auch der Professor.
Und zuerst denkt man, man ist selber schuld, man hat es noch nicht begriffen. Und dann schiebt man die Schuld auf den akademischen Lehrer, aber der war es auch nicht. Und die Kommilitonen waren es auch nicht. Und im fünften Semester war ich so unglücklich, dass ich sagte, das halte ich nicht aus. Für mich ist die Musik zu schade, um sie sozusagen der bloßen unemotionalen Analyse zu unterwerfen. Und ich sattelte um in Germanistik. Und dann hatte ich das unverdiente Glück, dass zwei meiner Doktorväter, mit denen ich also seltsame Themen ausgemacht hatte, unter zum Teil sehr dramatischen Umständen starben. Und erst viele Jahre später... Aber nicht deinetwegen. Nein, bei dem Professor, das, wenn du mich schon fragst, der Wolfgang Kaiser, der berühmte Germanist, der hatte mir das Thema gegeben, beziehungsweise ich hatte es mir sogar bei ihm ausgesucht, wahnsinnigerweise, weil man, wenn man ein junger und talentierter Student ist, sucht man sich immer viel zu anspruchsvolle Doktorthemen aus. Ich sagte, es gibt doch ungeheuer viele Möglichkeiten, die Dramatik, also die dramatische Form bei Kleist zu analysieren. Stichometrie und wie er die Szenen aufbaut und so. Und da der Kleist eine sehr extreme Prosa schreibt, will ich jetzt mal, ich, Joachim Kaiser, 21 Jahre alt, ich will jetzt mal die Kategorien finden zur Erfassung von Prosa. Und dann machte ich ein Referat, das war so ganz nett. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken und schrieb und merkte, verdammt nochmal, ist das schwierig. Und ich sage Ihnen gerne, das könnte ich möglicherweise heute noch nicht, aber jedenfalls damals mit Sicherheit nicht. Und dann hatte ich das unverdiente Glück, dass er im Bett einer Studentin starb. Was übrigens, das mag für seine Gattin eher unangenehm gewesen sein, aber ich empfand es als eine Art von Befreiung. Und dann dachte ich, so, jetzt bist du vorsichtig, und wählte mir als nächstes Doktorthema bei Kurt May, der so ein bisschen sprach wie eine Heulboje. Bei dem wählte ich mir Thomas Manns Schillerbild. Ich dachte, da kann nichts passieren. Der Thomas Mann hat eine Novelle über Schiller geschrieben, Die späte Stunde, und es gibt an diese späte Schillerrede, aber da ist an sich, das ist längst nicht so schwer wie dieser heikle Kleist. Aber dann kam natürlich die Rache des Schicksals, der Kurt May starb auch. Allerdings, wenn Sie ihn kennten, würde Sie das nicht wundern, unter sehr viel harmloseren Umständen. Gut, und dann dachte ich, die Nornen sind nicht dafür, dass ich Doktor werde. Und meine Eltern, die sagten, weißt, mein Sohnchen, wäre doch ganz schön, wenn du auch Doktor bist, der Wilhelm, also mein Bruder, und der Papa ist Doktor, und ich hätte doch gerne drei Doktoren. Und Sie wissen, als junger Mensch ist man nicht immer die Gerechtigkeit selber. Ich dachte, aber Mutti oder Papa, ich habe doch schon ein Auto, ich bin schon ganz bekannter Publizist und der Adorno bewundert mich schon ein bisschen und so. Ja, weißt, wäre aber doch besser. Das löste ich auf die Weise, dass ich einfach sehr viel seltener nach Hause fuhr, um das dumme Gerede nicht hören zu müssen. Dann aber geschah ein kleines Wunder. Ein Dozent, Klaus Ziegler, den ich in Göttingen kennengelernt hatte, der machte immer Seminare über den späten Rilke, Duineser Elegien, die übrigens wirklich sehr gut, warum der Rilke so in Verruf ist, weiß ich nicht, wunderbare Lyrik. Gut, dieser Klaus Ziegler wurde in Tübingen plötzlich Ordinarius und schrieb mir, also pass auf, ich gebe dir 150 Mark im Monat, komm doch, und räume ein bisschen die Seminarbibliothek auf und du kannst dann ja auch deine Doktorarbeit schreiben. Und ich dachte, da war ich 28, das ist ein Wink des Himmels, ging zu meinem Intendanten Beckmann vom Hessischen Rundfunk und sagte, ich habe jetzt diese Sache und das ist doch toll. Und da sagte er, naja, genügen Ihnen da 1000 Mark im Monat, als Hessischer Rundfunk angestellt, Sie machen ab und zu mal einen Kommentar. Ich sagte, allerdings genügt mir das. Das war so viel wie heute 6.000, damit kann man als Student bequem leben. Ich fuhr also dann nach Tübingen und sagte, ich denke nicht dran, die Seminarbibliothek aufzuräumen. Ich will jetzt wirklich was lernen. Und ich habe nie in meinem Leben so viel gelernt und so viel erfahren, nicht nur über mein Doktorthema, sondern überhaupt wie damals. Denn wissen Sie, wenn man 20 Jahre ist, kennt man ja nicht nur die Wissenschaft nicht, wenn man studiert als Student, wer kennt die schon, sondern man kennt sich selber nicht. Aber wenn man 7, 8 Jahre schon eine ganze Masse publiziert hat, wenn man weiß, dafür hast du ein gewisses Talent und bestimmte philosophische Fragestellungen liegen dir nicht so sehr, dann kann man also sehr viel machen. Ich habe also in 7 Monaten, ich dachte mir, der Grillparzer ist einerseits ein toll interessanter Typ und Kopf gewesen, der schon so ein bisschen Freudianisches vorweggenommen hat, also sehr viel
quasi Psychologisches, bei dem kommen den Dramen Fehlleistungen und so weiter vor, dass jemand sich verspricht, das Gegenteil von dem sagt, was er eigentlich meint. Auf der anderen Seite hat er aber als Wiener Klassizist so ein bisschen eine altmodische Art, sich auszudrücken, weshalb leider seine zum Teil wunderbaren Dramen auch sehr selten gespielt werden. Ich dachte, daraus mache ich eine Dissertation, die hieß Grillpass, das dramatischer Stil, war nach 7 Monaten fertig. Und meine Frau hat damals gestaunt, dass ich trotzdem noch Zeit hatte, ihr das Leben vollkommen zu vergällen, bis sie mich heiratete. Ich war also Tag und Nacht bei ihr und sie sagte, wann schreibst du das eigentlich? Ach, na, das ist nicht so schlimm. Schrieb meine Dissertation, bereitete meine Hochzeit vor und war plötzlich fertig und kam dann nach München und seitdem bin ich hier. Jochen, nochmal, weil das doch viele interessiert, dieser Aufsatz über die Philosophie der neuen Musik, weil wir dann vielleicht auch einen Sprung machen können zu deinen Musikvorlieben, um dann irgendwann wieder zur Literatur zurückzukommen. Zwei Sachen. Erstens, ich habe diesen Text gelesen, nachgelesen und war über zwei Sachen erstaunt. Erstens, wie wäre das möglich, dass man zu der Zeit, in der kurzen Zeit nach dem Krieg, denn vorher konntest du es nicht gekannt haben, so viele musikphilosophische Texte, waren die alle schon bekannt? Du zitierst zum Beispiel Benjamin, meines Wissens ist der überhaupt erst in dem Jahr zum ersten Mal nach dem Krieg wieder aufgelegt worden, dieser Zwei-Benjamin-Ausgabe. Und wie war das? Also du kriegst den Auftrag, du schreibst über Adorno, Adorno lädt dich ein und... Naja, ich kriege den Auftrag, das war ein bisschen anders. Ich war über beide Ohren verliebt in die bezaubernde Brigitte Otto-Kommerell. Also die einerseits Walter F. Otto war, dass der die Götter Griechenlands geschrieben hat, war ein Verwandter von ihr, und andererseits der Max Kommerell, der bedeutende Germanist. Und diese Biggie, die war also auch in Göttingen Schauspielerin, lebt übrigens noch, kommt heute gelegentlich in meinen Vorlesungen, sieht immer noch glänzend aus, obwohl einige Jahrzehnte dazwischen liegen. Diese Biggie bekam mal Besuch von einem Freund aus Frankfurt, das war der Walter Maria Guggenheimer. Der war in Frankfurt ein damals ziemlich berühmter Redakteur. Und der kam also nach Göttingen und der war Mitte 40 und ich dachte, wie kann die Biggie sich an so einen Greis wegwerfen? Verstehen Sie, das sieht man etwas relativ. Wenn man 20 ist, kommt einem 45 anders vor als beispielsweise mir heute. Und der war nun der war übrigens auch, die Älteren werden es vielleicht wissen, der war hier in München politischer Kommentator, war der Gegenspieler von Walter von Kube und der schaffte es sowohl ein konservativer, wohlerzogener, quasi bajuwarisch-österreichischer Intellektueller zu sein, als auch ganz nah am Kommunismus zu stehen. Das ging. Und er war ungemein geistvoll. Und ich weiß, zwei Sachen haben mir damals sehr imponiert. Er sagte also, Deutschland nach dem Adenauer Wahlsieg ist eine Mischung aus Nietzsche und Brecht. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt auch gefährlich. Und da kam von dem Bundesamt Adenauers kam die Antwort, also diese Äußerung des Kommentators Guggenheimer ist eine Panne. Und im nächsten Kommentar sagte er, wissen Sie, auf dem Wege zum Abgrund kann eine Panne das Leben retten. Na, auf sowas imponiert sie. Jedenfalls, dieser Guggenheimer kam nach Frankfurt und ich bin sicher, er war nicht sichtlich selig darüber, dass er mit einem etwas verpickelten Studenten nur noch zusammentreffen sollte, aber er tat das und lud uns zum Essen ein und sagte, wissen Sie, da ist gerade von diesem Wiesengrund ein Buch erschienen, Philosophie der neuen Musik, das kann ja kein Mensch verstehen und erst recht niemand rezensieren. Da war ich 21. Aber es musste rezensiert werden. Ja, natürlich, und ich hatte es. Ja, nun, der Adorno spielte für die Frankfurter Hefte eine große Rolle. Auch das weiß man ja nicht genug. Der Adorno kam ja mit einer unglaublich pro-deutschen Leidenschaft aus Amerika zurück. Was muss er darunter gelitten haben, dass die Amerikaner, was ich ein bisschen verstehen kann, ihn und sein Englisch überhaupt nicht kapierten. Also das Deutsche ist schon schwer genug. In seinem Buch sind Hegel-Zitate die leichtesten Stellen. Aber in Amerika kam also seine spekulative Art wohl nicht so sehr an und es müssen also seine amerikanischen Mitbürger
Redakteure, die müssen ein bisschen verzagter sein, weil wenn er was begründete, hatte er natürlich immer recht und so. Jedenfalls, dieser Adorno hat 1949 in den Frankfurter Heften einen Aufsatz geschrieben, der hieß Auferstehung der Kultur in Deutschland, und hat sich zu der These verstiegen, muss man beinahe sagen, dass eigentlich eben wegen dieser Dinge, die ich vorher geschildert habe, die kulturelle Begierde und die Freude dran und das intellektuelle Niveau, es kommt mir, schrieb er wörtlich, stärker vor als am Ende der 20er Jahre. Und schrieb dem mit Recht empörten Thomas Mann, er hätte das Gefühl, dass die Geister der erschlagenen Juden in die deutschen Studenten gefahren seien. Also mit einem Wort, er liebte unendlich, dass er endlich wieder in Deutschland diskutieren durfte und mit Leuten zusammen, die auch gerne spekulierten, zumal man ja auch gar nicht viel andere Sachen machen konnte. Der ganze Materialismus war ja noch nicht losgegangen. Und das imponierte mir natürlich auch sehr. Und darum hatte ich seine Sache gelesen, diese Philosophie der neuen Musik, und konnte sagen, kenne ich schon. Da sagte, und ich könnte es auch besprechen, sagte ich in aller Einfalt. Und da sagte der Guggenheimer, na, probieren Sie es mal. Und dann musste die Biggie, da wusste ich, jetzt kommt es drauf an. Da musste die Biggie also 6 Wochen lang heftig Kaffee kochen und ich gab mir größte Mühe, gar keine Frage. Und ich war befreundet mit dem Karl Dahlhaus, der war ja dann vielleicht später der bedeutendste Musikologe Europas. Und ich sagte, Karl, ich mache das gerade, guck mal hin, dass da auch keine Fehler sind. Und dann schickte ich das Ding, an dem für mich viel hing, nach Frankfurt. Und das kam nach 3 Tagen zurück und da schrieb der Guggenheimer, also ist ja ausgezeichnet, aber das versteht nun wirklich gar kein Mensch. Und bescheiden, wie ich schon immer war, schrieb ich ihm dann zurück, wissen Sie, man kann natürlich über Hegel so schreiben, dass es 4-Jährige verstehen, die Frage ist nur, ob man dann noch über Hegel schreibt, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, ich schreibe alles doppelt, ich sage alles 2-mal, dann wirkt es verständlicher und so geschah es auch und das erschien in den Frankfurter Heften. Und jetzt kommt das Entscheidende, was also nicht nur anekdotisch ist, die Bereitschaft der Öffentlichkeit. Ich habe diesen Aufsatz ja in meinem Buch abgedruckt und wenn Sie ihn lesen würden oder lesen, dann würden Sie sehen, wie schwer und wie lang er ist und was da alles doch schon drin steckt. Dass ein solcher spekulativer und anspruchsvoller Aufsatz, nicht, dass der Ding, den könnten auch heute noch sicherlich ganz begabte Studenten schreiben, nur, der hatte damals, das war, mich schrieb sofort die Frankfurter Allgemeine an, und der Adorno lud mich zum Essen ein und sagte, ist ja toll, das Einzige, was er mir vorwarf, der sagte, ja, Sie kennen ja den Benjamin, sehe ich, und so weiter und so weiter, das Einzige, ich habe gesagt, das letzte Wort über das Thema kommt jetzt der Musikwissenschaft zu, und Adornos Buch wird vielleicht nicht als Symptomatik, aber als Symptom der 20er Jahre an die Musikgeschichte eingehen, dann sagte er, nein, also das können Sie nicht sagen, das, was ich nicht wirklich weiß, das kann doch kein Professor wissen. Er war nämlich nicht völlig uneitel. Und, aber dass ein solcher Aufsatz, wenn der heute irgendwo erschiene, ich sag mal, im Merkur oder sonst, würden vielleicht ein paar Leute sagen, das ist was ganz Interessantes. Und da würden alle anderen sagen, so wie Sie und leider mittlerweile auch ich, na, wollen mal sehen. Nein, jetzt muss ich mal... meinst du nicht? Hoheit, ich muss unterbrechen, weil jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt. Wir müssen uns vorstellen, dass die sogenannte moderne Musik nun zwischen in Süddeutschland, zwischen Baden, Südwestfunkorchester, Baden-Rossbaut und so, sozusagen entdeckt wurde, wiederentdeckt wurde, wiedergespielt wurde, sowohl die Wiener Moderne, wie dann aber auch die deutsche Moderne. Die hat in Adorno ihren großen Fürsprecher gefunden, zunächst bis zu einem gewissen Grad. Und das war doch ist ungewöhnlich, dass es sozusagen nach Adorno und auch nicht von dir sozusagen eine Fortsetzung dieser Begleitung gegeben hat. Und ich finde, das müssen wir doch, sollst du es ein bisschen erklären, ist diese, auch für dich, sozusagen das musikalische Material, so wie du es jetzt 50 Jahre oder 60 Jahre beobachtet hast, oder fast 70 Jahre, hat das sozusagen alles hergegeben, was es hergeben kann? Ist der Rest repetitiv? Oder kann man sich vorstellen, dass man in 10 Jahren noch einmal eine Philosophie der neuen Musik schreiben könnte? Ich muss dazu sagen,
Ich sitze Jochen Kaiser seit mindestens 20 Jahren wie ein Succubus im Nacken, weil ich ihn immer dazu kriegen wollte, einen Essay zu schreiben, warum jemand, der so mit seiner Musik aufgewachsen und verbunden ist und jede Note studiert hat, warum es für den offensichtlich gar kein Bedürfnis gibt, kein unmittelbares Bedürfnis, die neue Musik so genau zu verfolgen. Und ich glaube, wir haben 10-mal drüber gesessen, und aber irgendwie widerstrebt es dir ja, diesen Text zu schreiben, was ich gut verstehen kann. Und das ist, aber ich meine, die Frage, die uns, glaube ich, interessiert, ist, wie siehst du das? Eine sehr spekulative und wahrscheinlich unbeantwortbare Frage. Wenn man die große traditionelle Musik, also so wirklich mit der Muttermilch wie ich, wenn man die so gut kennt, wie ich sie kennen und vor allen Dingen lieben gelernt habe, und wenn man, ich habe zum Beispiel in Göttingen als ganz junger Bursche, noch vor diesem Aufsatz, habe ich Vorlesungen in der Volkshochschule gehalten, der Dr. Pfauter hat mich dazu, über moderne Musik. Ich habe die Leute, also darum kenne ich mich auch ganz gut aus, in Alban Berch und Schönberg und Webern regelrecht eingeführt, auch Bartok ein bisschen. Aber ich habe doch, das ist mein Schicksal, damit muss ich leben, aber offenbar leider auch mein Verleger, ich habe das Gefühl, dass das, was in der Geschichte der Musik sich weiter abgespielt hat. Ich habe den Ligeti gut gekannt, der ein hochintelligenter Kerl war, und den Stockhausen auch und so weiter. Das macht es für mich nicht attraktiv, einen großen Teil meiner intellektuellen Kraft und Energie den Dingen zuzuwenden. Ich bin also grob gesagt in Musik ausgesprochen konservativ. Ich halte die große Musik von Bach bis Brahms für eine Dimension gewichtiger, schicksalerfüllter, bedeutsamer als das, was danach gekommen ist. Übrigens, das hätte der Schönberg und der Webern hätten das auch gesagt, die ihrerseits noch sehr gut waren. Aber während ich zum Beispiel in Literatur durchaus das Gefühl habe, also wenn der Beckett ein Stück schreibt oder wenn die Sarah Kirsch ein Gedicht macht oder wenn was Neues erscheint, ein schöner Essay von einem intelligenten Essayisten, habe ich das Gefühl, das ist meine Sache. Ich weiß schon, wie gut der Shakespeare und der Goethe sind. Und ich weiß vielleicht auch, habe ich auch einen Aufsatz geschrieben, man ist ein bisschen schizophren. Zum Beispiel, wenn 1947, da war doch der Wolfgang Borchert, das heißt, der war da, glaube ich, schon gestorben, der war ja unter unglücklichen Umständen, der arme Kerl, zurückgekommen und schrieb dann sein Drama draußen vor der Tür und war ein wichtiger Autor für uns. Nur diese Wichtigkeit hinderte nicht, dass man schizophren reagiert und dass man ihn ganz ernst nahm und doch das Gefühl hatte, ich weiß schon, dass das nicht ganz erstklassig ist. Zumal er auch manchmal in der stilistischen Gebärde manchmal sogar ein bisschen faschistoid war, also so wahnsinnig übertrieben und toll und so. Das heißt, also um es zusammenzufassen, die Musik, das macht man sich ja nie ganz klar, besteht aus einem unveränderlichen Reservoir von 12 Tönen. Die werden miteinander komponiert. Die treffen dann auf irgendeine kompositorische Begabung und doch auf irgendeinen welthistorischen Moment oder so. Aber es sind bei Bach, bei Beethoven, bei Brahms, bei Schubert, bei Mozart, bei Max Reger, es sind immer die gleichen 12 Töne. Und sagt, gut, es kommt der Alois Haber und sagt, wir erfinden die Halbtöne oder die Vierteltöne. Man macht alle möglichen Geschichten, die letzten Endes Umwege sind und man versucht, mit einer Sackgasse fertig zu werden, die halt existiert. Während natürlich die Literatur, die lebt ja nicht nur von den Worten, die sich ein wenig verändern, im Gegensatz zu der Musiksprache, sondern die lebt natürlich auch von der Realität, die sie beschreibt, und die verändert sich immer. Infolgedessen bin ich also, so wie ich progressiv bin in Literatur, bin ich in musikalischen Dingen eher traditionell. Ich
Aber es ist für mich, ich weiß schon, der Wojciech zum Beispiel von Berg ist eine hochinteressante, glänzende Oper. Die Gestalt der Marie ist großartig. Trotzdem ist für mein Empfinden eben Tristan und Fidelio noch zwei Dimensionen besser. Dabei ist der Wojciech noch das Beste. Und solange man, vielleicht irre ich mich mit dieser Überzeugung, aber ich hege sie. Und deshalb schreibe ich lieber Literatur. Das ist auch richtig, ich will das auch nicht ausreden. Ich sage nur, es ist ja ein theoretisches Problem, was alle Künstler betrifft. Jede Generation erfindet sich ihre eigene Musiksprache. Und so wie heute zwischen Lachenmann und Riem ein enormes Werk entstanden ist, so war das möglicherweise eben auch in der Wiener Moderne zwischen Berg und Schönberg und oder sagen wir Maler, Berg, Maler, Schönberg, Berg oder wie auch immer. Der Lachenmann war für mich in Stuttgart ein sehr freundlicher Kollege, der saß mir gegenüber, der ist übrigens so heikel, er komponiert, er ist ausgesprochen witzig. Und der Riem, der ist fast ein bisschen Grafoman. Ich glaube, der ist für die nächsten 20 Jahre schon ausverkauft, wie auch über der Henze und so weiter. Der weiß also vor lauter Kompositionsaufträgen sich kaum noch zu retten. Beide sind natürlich ausgezeichnet, aber beide würden mir gar nicht mal wirklich widersprechen, denke ich. Übrigens, ich habe das natürlich anders, ich weiß nicht, ob man sagen soll, anders aus. Ich habe dafür in die Musikbetrachtung etwas gebracht, was es in dem Maße nicht gab. Ich habe mir mal gedacht, wenn ein Professor ein Buch über Beethoven schreibt, dann nimmt er sich die Werke vor, was die Vorgänger geschrieben haben, der Romain Rolland oder der Paul Becker oder wer auch immer, und analysiert die Werke und sagt, ich schreibe jetzt darüber ein neues Buch. Und das macht er dann, und dann kommt ein nächster Professor und nimmt sich seins vor. Und das ist ja auch in der Ordnung, das ist Wissenschaft, dass man aneinander kritisiert. Mir ist nur plötzlich aufgefallen, was bei diesem ganzen Vorgang nicht mit einbezogen wird, ist die Tatsache, dass die Sachen auch gespielt werden. Und dass große Interpreten wie der Solomon, der Edwin Fischer, der Arthur Schnabel, der Gulda und, dass die auch ihr ganzes Leben lang über diese Dinge nachgedacht haben. Und dass sie das, was sie nachgedacht haben, aber nicht als Aufsätze schreiben, sondern das bringen sie in ihre Interpretation ein. Nun liegt, sagen wir mal, die Beethoven-Sonaten oder die Symphonien oder auch die Kammermusik von Schubert und so, das liegt ja alles seit 1925, 30 sozusagen flächendeckend vor. Es gibt ja die elektroakustische Kultur, die Schallplatten, die CDs und. Und da habe ich gesagt, es ist eigentlich ungehörig, dass die Professoren so tun, als ob sie quasi die Einzigen sind, die über sowas nachdenken und schreiben dürfen. Ich will das bei Namen nennen, was die Interpreten hinzugebracht haben. Natürlich kann man sich dabei irren, aber das kann man auch in jeder anderen Weise. Und das habe ich das hat es vorher in dem Sinne, so wie ich Interpretation ernst nehme, auch bei Sängern, wenn über diese Mozart-Figuren, über die ich geschrieben habe, aber gerade auch bei Instrumentalmusik, darauf bin ich etwas stolz, dass es vielleicht ein Äquivalent und eine Wiedergutmachung dafür, dass ich nicht vor der modernsten Entwicklung der neuen Musik etwas gedrückt habe. Das ist ja, mich interessiert ja nur, wenn ein 21-Jähriger dieses komplizierte Ding von Adorno mit dieser Emphase beschreibt, nicht wahr? Auf der anderen Seite aber schon durch das Elternhaus imprägniert ist mit einer bestimmten Art von Musik. Wie ist das beides zusammengekommen? Das muss ja eine große Spannung auch in dir ergeben haben. Ich will das aber nicht vertiefen. Was ich, um wenigstens den Lebensbogen noch ein bisschen auszumalen, du sagst, du hast die Interpreten ernst genommen. Ich glaube, das ist... Also auf Begriffe gemacht. Ja, ja. Eine deiner ganz großen Leistungen, dieses Buch über die großen Pianisten. In vielen Auflagen, ich hoffe, es gibt es immer noch, wo nun die Physiognomie dieser Interpreten über ihr Spiel deutlich wurde. Und wenn du dich jetzt sozusagen erinnerst an dieses Panorama der Köpfe, wer bleibt, gibt es da ein Irrtum deinerseits oder ist diese Hierarchie geblieben? Ja. Natürlich habe ich vielleicht
1945. Die Elinei sagte immer, ach, der Dr. Kaiser, der schätzt ja nur diese jungen Russen. Naja, sie war 80, der Gilelzin, der Zettelschaftsrichter waren 50, 60, das waren für sie die jungen Russen. Mag sein, dass ich das ein bisschen überbewertet habe, aber komischerweise bringt mich das auf deine vorige Frage zurück, nach Adorno und so weiter. Auch das kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Wir wussten, also wir jungen Leute von damals, wir hatten ja niemals jüdische Intellektuelle erlebt. Verstehen Sie, nur eine Parenthese. Die Juden waren entweder verjagt worden oder ermordet. Und es war übrigens auch ein großer Teil der deutschen Intelligenz im Krieg schlicht gefallen. Es fehlten, die Juden waren ja nun, spielten ja eine große intellektuelle und politische Rolle. Und natürlich, die deutsche Intelligenz war auch nicht unwichtig. Das waren sicherlich 4-5 Millionen Menschen, die also den entsetzlichen Umständen von damals zum Opfer fielen. Was das für eine Katastrophe für das geistige Leben und Niveau einer Nation ist, das macht man sich gar nicht so ganz klar. Manchmal denke ich heute, wenn ich die Berliner Politik sehe, es kommt mir ein bisschen vor wie Cottbus. Aber da komischerweise, das muss ich hinzufügen, dann komme ich wieder auf deine Frage, komischerweise hat man das gleich nach 45 nicht so bemerkt. Erstens war ja noch die Großvätergeneration, so Theodor Heuss und so weiter, da. Das gilt auch für andere Länder. Und es fiel nicht so auf, was das für ein Aderlass gewesen ist, der doch ein gewisses Fehlen an Talenten in vielen Berufen mit sich gebracht hat. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie uns jungen Leuten damals so jemand wie der Horkheimer oder wie viele jüdische Professoren, auch die Physiker, ich weiß nicht, ob der Plessner Jude war. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so viel davon rede, ich finde, mein Philosemitismus ist ein umgedrehter Antisemitismus. Dazu neige ich natürlich überhaupt nicht. Aber rein das Element der Sprachlichkeit der jüdischen Intellektuellen, die eben 2000 Jahre länger sich mit Texten beschäftigt hatten als wir Deutsche, das ist ein großer Unterschied gewesen, ist immer noch. Und der hat mir natürlich ungeheuer imponiert. Der macht auch die Faszination von Walter Benjamin und Adorno und Horkheimer und so weiter aus. Man muss ja auch sehen, dass außer Adorno die anderen aus diesem Kreise nicht viel von Musik verstanden. Auch wenn sie vielleicht gerne Musik gehört haben. Aber wenn man vergleicht, fällt mir jetzt gerade ein, die musikologischen Äußerungen von Bloch zum Beispiel über Beethoven, dann ist das eben doch mehr Bloch als Beethoven. Ja, das ist ein Geheimnis, das alle Musiker miteinander teilen. Man kann über Literatur und über Dramatik wunderbar schwafeln. Wenn jemand über Musik spricht, weiß ich nach zwei Sätzen, ob er was versteht oder nicht. Das ist, wenn der Fritz Radatz mich anruft und sagt, du Jochen, ich habe gestern ein Violinkonzert von Beethoven gehört, sage ich, Fritzchen, sprich nicht drüber, das heißt das Violinkonzert, es gibt nur ein, ist schon vorbei. Und das ist so. In Musik, man vertut. Deshalb haben die Leute ja auch ganz unberechtigt Angst vor Musikkritikern. Normalerweise sagt jemand, der das Unglück hat, mir im Konzert zu begegnen, der sagt, Herr Dr. Kaiser, ich liebe Musik sehr, aber ich verstehe nichts von ihr. Früher habe ich geglaubt, dass die Menschen das ernst meinen. Jetzt ist mir klar, die sagen, dass wenn jemand Musik liebt, das heißt schon, dass er was von ihr versteht. Er kann sich vielleicht nicht fachmännisch mit dem Vokabular darüber äußern, aber lieben hat mit Erkennen zu tun und Gnosko heißt ja im Griechischen sowohl erkennen als auch lieben. Ich sage, wenn Sie wirklich Schubert lieben und immer wieder hingehen, müssen Sie nicht sagen, Sie verstehen nichts davon. Und wenn Sie das sagen, dann wollen Sie ein bisschen nur zum Ausdruck bringen, Sie haben keine Lust, sich Ihren schönen Eindruck von einem Musikkritiker zerreden zu lassen. Und das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, das bringt auch noch zu einem Geständnis deinerseits dieser Beruf des Kritikers. Wenn man das wie du 50 Jahre macht, also immer die Schlappen anzieht, in der Deutschen Bundesbahn sitzt, die Fahnen von Büchern nach Hause kriegst und Herr Kaiser, machen Sie mal dazu noch
riesige Serien im Rundfunk über Chopin und dies und das und dann noch die Zeitschriftenschau und das. Wenn man das jetzt zurückblickt, 50 Jahre dieser Arbeit, ist dir das nie vollständig auf die Nerven gegangen oder ist deine Liebe zu den Gegenständen doch so groß, dass auch die Liebe gar nicht beschädigt werden kann? Das ist eine Suggestivfrage. Also manchmal hängt auch mir die Kultur ein bisschen zum Halse raus. Und ich würde sagen, so die ganz großen Momente sind des Lebens sind sicherlich nicht die literarischen oder ästhetischen, sondern die bringen vielleicht neue Bücher hervor. Aber da will ich jetzt nicht ausführlich werden. Man wird, wenn man älter wird, vielleicht zugleich etwas milder und geduldiger und etwas überdrüssiger. Ich gebe Ihnen zu, das ist ein Widerspruch, aber ich werde von ihm dazu gebracht. Also zum Beispiel ich liege ja an einem heftigen Kampf mit dem sogenannten Regietheater, das ich zu 80% für doch ein Kaputtmachen der eigentlichen Kunstsprache der großen Dramen halte, die ja beispielsweise Versdramen sind und denen man keinen Gefallen tut, sondern die man ein bisschen zerstört, wenn man sie alle so wie Konversationstheater spricht. Schön und gut. Nur hat natürlich das Regietheater, was ja von klugen Leuten betrieben wird und nicht nur von solchen, die irgendwas zerstören wollen, das hat den Nachteil, dass man gegenüber einer mittleren Stadttheateraufführung, da wäre auch ich ein bisschen unduldsam und denke, mein Gott, das ist dauernd, jetzt dauert sicherlich noch 2-3 Stunden. Das gibt es schon. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich könnte meinen Beruf, hätte ihn nie ausführen können und würde nicht auch jetzt noch gelegentlich Spaß dran haben, wenn nicht ein geradezu lächerlicher Äußerungstrieb in mir wäre, zu dessen Opfern Sie ja auch gerade gehören. Also ich habe einfach das Gefühl, du musst darauf reagieren und es steht ja auch in dem Buch irgendein Satz, den ich mal gesagt habe, also wenn niemand da ist und ich bin, über den König Lear schreiben kann und ich bin nur zum Spaß am Theater gewesen, dann sage ich der Klofrau, warum ich die Inszenierung für verfehlt hielt. Also es ist nicht so, dass das was abgeleitet ist, dass ich also stöhnend sage, mein Gott, wieder eine Kritik, sondern ich mache das gern. Das kann man übrigens praktisch immer wieder sehen. Es kommt ja sehr oft vor, dass so alte Theaterregisseure oder Schauspieler sagen, mein Gott, diese Kritiker haben ja alle keine Ahnung und ich lasse mich jetzt pensionieren, ich bin nicht mehr Regisseur, ich schreibe jetzt Kritiken. Und dann schreiben sie eine und die ist auch sehr schön und dann schreiben sie vielleicht noch eine und dann hören sie auf, weil sie dieser Drang zur Produktion, das ist eine Sache, die kann man nicht lernen, die muss man haben. Und da bin ich meinem Schöpfer nicht undankbar. Und wenn jemand sagt, es muss doch schlimm für sie sein, immer so kritisch hören zu müssen, sage ich, mein Gott, ich höre die falschen Töne, auch wenn ich zum Spaß ins Konzert gehe. Jochen, noch eine Sache, die ich glaube auch interessant finde, wenn man so viel Musik gehört hat und im Ohr hat und ein so fabelhaftes Gedächtnis hat wie du, fabelhaft ist übrigens eines deiner Lieblingswörter, dann stimmt doch, oder? Manches weiß ich auch nicht, also sei zufrieden. Nein, aber so viel hat, wie kommt das deinem Ohr vor, bei der Redigitalisierung der alten Platten? Wie ist das mit Furtwängler und Beethoven hören und auf CD hören? Das ist ein interessantes, weil ganz konkretes Thema. Ich habe von Göttingen in der Volkshochschule in moderne Musik, ich habe sie angedeutet, eingeführt und man macht die ganze Zeit so etwas weiter. Ich persönlich, mich stört sozusagen eine rauschende alte Platte überhaupt nicht. Ich weiß, dass meine Hörer am Gasteich oder auch meine Kinder sagen, ach Gott, Papa, das kratzt ja so sehr und das rauscht. Ich sage, ja, aber es ist doch der Furtwängler. Es ist doch interessanter. Und ich gebe ja zu, bei Furtwängler ist es so, am Anfang, wenn man es hört, sagt man, es ist sehr gut, aber so viel besser als die anderen ist es auch nicht. Und plötzlich geht es in die Höhe, sagt man, Donnerwetter, da ist ein Zusammenhang, da ist ein Gesetz erkannt, das war eben was Besseres. Und daraus habe ich mir sogar eine Theorie gemacht.
Als 1991 der Claudio Arrau, der Rudolf Serkin und der Wilhelm Kempff, alle über 90 bedeutende Pianisten, als sie da starben, da dachte ich, jetzt hört doch irgendetwas auf. Die Jüngeren spielen fabelhaft technisch und so weiter. Aber was hört da auf? Warum sind die großen Alten, also zum Beispiel der Arrau, wenn er späten Beethoven spielt, oder der Kempff, wenn er Brahms Intermezzo spielt, oder der Serkin, wenn er Kammermusik macht, warum sind die, für mich jedenfalls, beweisen kann man in Künsten sowieso nichts, hat schon Schopenhauer festgestellt, warum sind die authentischer? Oder auch der Furtwängler, oder auch der Rubinstein, oder auch der Bernstein. Und da wurde mir klar, ich halte übrigens den Rubinstein, den Bernstein und den Furtwängler für die drei großen Genies, denen ich in meinem Leben musikalisch begegnet bin, und den Karl Lichter und den Karajan für Genies der Klasse 1b, also auch was sehr ehrenwertes. Aber warum sind die besser? Und plötzlich kam ich auf eine Antwort, die hoffentlich nicht stimmt. Ich dachte mir nämlich, weil der Arthur Schnabel und der Arrau und der Furtwängler, die wurden zu einer Zeit groß und fingen an, Musik zu machen, als es die ganze elektroakustische Überwachung noch nicht gab. Verstehen Sie, heute, wenn ich mich jetzt hier in dieser Diskussion verspreche, ich war ja mal beim Rundfunk auch, habe ich sofort das Gefühl, das muss eigentlich rausgeschnitten werden. Also heute ist man es gewöhnt, dass immer irgendwo ein Mikrofon ist. Wenn der Pollini oder der Gulda einen falschen Ton spielen im Konzert oder der Schering, dann sagen sie sich, verdammt nochmal, das geht nicht. Die wollen auch gut Musik machen, die denken nicht nur daran, dass es, wäre ja entsetzlich, dass es fehlerfrei sein muss. Aber es hatten eben die Menschen, die Künstler bis 1900, sagen wir, 22, bis die Schallplatte wirklich wichtig wurde, hatten doch das Gefühl, es kommt darauf an, verdammt nochmal, den geistigen Zusammenhang eines großen Werkes herzustellen. Es kommt darauf an, dass ich die Gestalt darbiete und so weiter und nicht, dass ich keine Fehler mache. Ich will keine Fehler machen, aber das andere ist noch wichtiger. Und so denkt, so kann heute, auch ich nicht, niemand mehr denken, weil eben die elektroakustische Situation sich verändert hat und die Sachen sind ja da und es wird mitgeschnitten. Zum Beispiel, wenn ich hier manchmal Sätze sage, wo ich denke, hätte es lieber etwas vorsichtiger sein müssen, aber du fragst mich natürlich so provokant, dass ich von Unvorsichtigkeiten förmlich neige, dann sage ich mir, naja, hoffentlich schneiden die nicht alles mit. Und ich muss dann also später gegenüber einem Cottbuser Redakteur meinen Satz verteidigen, mir kommt Berlin vor wie Cottbus. Das ist mir nämlich tatsächlich passiert. Und da muss man sich was ausdenken, da wissen Sie, die deutsche Provinz war ja eigentlich immer das Eigentliche. Aus Berlin kam ja gar nichts Besonderes, sondern die großen Deutschen sind alle aus der Provinz. Aber da hört der Cottbuser Redakteur natürlich ein bisschen unüberzeugt zu. Gut. Also da ist schon etwas dran, dass man sich sagt, vielleicht ist eine gewisse tragisch-gestalterische Komponente schwächer geworden. Nur Gott sei Dank sind alle diese Dinge Projektionen in die Zukunft, die der Linienverlängerung gleichkommen. Und dann ist eben doch im Jahr 1977 ein junges Pummelchen von 14 Jahren in Salzburg, die Anne-Sophie Mutter, und im gleichen Jahr von Karajan entdeckt der Gidon Kremer, und seitdem ist eine ungeheure Kultur des Geigenspiels da, es gibt neue Streichquartette und so. Zu Deutsch, man kann Gott sei Dank nicht ableiten, wie es weitergeht, und wenn man es noch so schlau begründet, das Leben ist nicht vorhersehbar. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich will sagen, keiner verbietet Ihnen, eine Frage zu stellen. Aber ich fände es schön, wenn das letzte Wort das Geburtstagskind hat und dass er uns lieber zum Schluss dann, wenn wir zum Schluss kommen, noch ein Stück vorliest, als wenn wir jetzt Fragen stellen. Herr Kaiser, Sie haben mal gesagt, und ich bin aber ganz anderer Meinung. Noch, das würde ich schon aushalten. Du hast hier unser Musik-, Literatur- und Geistesleben geprägt in dieser Stadt. Dann will ich doch noch eine Frage so zum Abschluss fragen.
Hat dir München das auch etwas gedankt, dass du uns unsere Ohren erzogen hast? Und zweitens siehst du, oder mit parallel dazu siehst du, dass all diese Anstrengung, uns die Musik zu erklären, die Interpreten zu analysieren, nahezubringen, dass diese Anstrengung, die es ja eine war, sich gelohnt hat? Hast du den Eindruck, dass in unserer nachbürgerlichen Kultur diese großen Emanationen der Schönheit, des Schönen noch auf die richtigen Ohren, Augen und Gehirne treffen? Oder bist du als letzter Mohikaner im Cooperschen Sinne, fühlst du dich wirklich als letzter Mohikaner ohne Nachfolger? Das ist eine sehr wohlmeinende und liebenswerte und liebenswürdige Frage. Ich will sie erstmal mit einer etwas skeptischen Antwort bescheiden. Ich habe mit meinen Bemühungen, das Regietheater einzudämmen, also den Menschen klarzumachen, dass es normalerweise nicht funktionieren kann, wenn man ein Drama aus der Antike ins 20. Jahrhundert versetzt oder wenn man den Tannhäuser aus dem 15. Jahrhundert im 20. spielt. Das kann deshalb nicht funktionieren, weil dann ein völlig anderes Tugendsystem. Es gibt ein mittelalterliches Tugendsystem, es gibt ein ritterliches Tugendsystem, es gibt ein bürgerliches Tugendsystem. Beim Bürgerlichen kommt es darauf an, dass man gut mit Geld umgehen kann und ehrlich ist. Beim Ritterlichen kommt es darauf an, dass man mutig ist. Beim Mittelalterlichen kommt es darauf an, dass man wirklich gläubig ist und. Ich rechne die nicht gegeneinander auf, ich sage nur, sie sind verschieden. Und wenn Sie den Tannhäuser vom 15. ins 20. Jahrhundert verlegen oder ins 19., wie es zum Beispiel der glänzende russische Regisseur Ljubimov in Stuttgart machte, dann ist es auf den ersten Blick, Gott, warum nicht? Eitle Sänger gab es ja nicht nur, Tannhäuser und der Sängerkirche auf der Wartburg gab es ja nicht nur damals, sondern die gab es im 19. Jahrhundert auch. Das spielt also im 19. Jahrhundert in Paris. Nur, und das ist kein Nur, sondern das ist entscheidend, wenn der Tannhäuser erzählt, dass er im Venusberg war, dann nimmt sich die heilige Elisabeth verzagt beinahe das Leben. Dann sagt der Landgraf, ein furchtbares Verbrechen ward begangen. Das war eine Todsünde, das war sozusagen das mittelalterliche Bordell. Wenn das so im feinen Paris, so unter lauter eleganten Parisern, und der eine, die sehen alle so aus wie Gestalten von Proust, wenn einer sagt, ich bin da so ganz merkwürdig mit dieser Venus, dann hätten die anderen Pariser gesagt, ach Gott, können Sie uns nicht die Adresse geben? Verstehen Sie? Die hatten halt andere Tugendvorstellungen, das war ja nicht besser oder schlechter. Oder meine Tochter sagt, Papa, man muss das doch den Leuten annähern, warum soll man nicht den Ödipus jetzt spielen lassen, hier in München, in Nymphenburg? Da sage ich, das kann man probieren, aber ob in Nymphenburg je ein blinder Seher vorkommt, wie der Tarif, verstehen Sie, es schaut nicht hin. Und gerade, dass es nicht funktioniert, das soll die Sache nun plötzlich sozusagen akzeptabler machen. Aber da kämpfe ich noch, wenn auch nicht sehr. Zum Beispiel der ausgezeichnete Musikkritiker Löbel in Wien, der also sein Leben lang mindestens 300 Mal in die Wiener Staatsoper ging, der hat gesagt, ich mach's nicht mehr und hat aufgehört. Der beste Theaterkritiker, den wir hatten, der beste Schauspielkritiker zumindest, der Benjamin Henrichs, hat vor 15 Jahren gesagt, nein, über Schauspiel schreibe ich nicht. Das heißt, und ich weiß aus dem Publikum, dass viele unglücklich sind, wenn die Stücke zu sehr quasi aus ihrem Geleise gerissen werden und wenn auch die Höhe, wenn also sozusagen der ganze hohe Stil, der hohe Ton, wenn das alles einer gewissen Primitivisierung weichen muss, wenn man sagt, das verstehen vielleicht die jungen Leute. Aber da habe ich mich, oft da habe ich mich nicht durchsetzen können, sondern alle Theaterleute werden vielleicht sogar im Gespräch zu geben, naja, ganz Unrecht hat er nicht, aber dieses Regietheater ist seinem Wesen nach doch interessant und hat zumindest die Folge, dass also jetzt brave, werktreue Aufführungen, wenn sie nicht ganz erstklassig sind, tatsächlich
ein bisschen langweilig wirken. Das ist also die erste Antwort auf deine Frage, was ich mit meinem Erfolg. Dass ich in München bei Musik, der Reich Ranitzky hat ja mal geschrieben, der Jochen Kai, du bist der meist abgeschriebene Musikkritiker Deutschlands. Wobei man auch noch einfach, die Leute, die einen abschreiben, sind ja tückisch. Die zitieren einen relativ dämlichen Satz, den man geschrieben hat, also wie Joachim Kaiser sagte, und dann einen intelligenteren Satz, den übernehmen sie dann in aller Stille, wo man sagt, hören Sie mal, wieso haben Sie das nicht, ich habe es auch genannt. Also da ist nichts zu machen, das ist eine Technik. Also die in Musik, als ich nach München kam von Frankfurt, da fiel mir Folgendes auf. Wenn da die Sitzungen in der Süddeutschen Zeitung waren, damals war, ich weiß nicht, ob Sie den Namen noch kennen, der Werner Friedmann, ein übrigens sehr witziger Chefredakteur. Weiß noch viele, es war mal ein ungeheurer Kampf, was bringen wir zu einem Bild für Weihnachten? Und da sagte der Friedmann, der wollte unbedingt so junge bayerische Burschen, die an einer Glocke ziehen und so weiter und so weiter. Das fand er so schön, das fanden wir kitsch. Wir sagten, nein, da gibt es ein tolles Bild vom Kölner Dom. Und das wurde dann auch sehr gegen zu Friedmanns Unwillen gedruckt, mit Weihnachten, herrliches, erhabenes Bild vom Kölner Dom. Nun war aber gerade zu dem Weihnachtsfest im Kölner Dom ganz wüste antisemitische Schmierereien. Und als wir uns dann das nächste Mal zur Sitzung trafen, für die nächste Sendung, sagte, nach meine Herren, mit dem Kölner Dom lagen wir richtig. Das war schon etwas unheimlich. Gut. Als ich hier in München anfing, da staunte ich. Wenn in Frankfurt eine Sitzung war, dann trugen die einzelnen Ressortchefs ihre Sachen vor und der Musiker sagt, wir machen das und das und der Wirtschaftler sagt, wir machen das und das. Wenn in München der Musikredakteur sagte, dann redeten plötzlich alle über Musik mit. Dann wusste der Birnbaum alles besser, der war ja Außenpolitiker, dann sagte der Fackler und der W.E. Süßkind und wie sie alle hießen, alle nahmen Musik ernst. Ich dachte, Donnerwetter, was ist das hier für ein anderes Klima? In Frankfurt war die Musik eine Spezialität, in München ist es sozusagen, zumindest in der Tageszeitung, ein öffentlicher Gegenstand. Und nachdem mir am Anfang das ganze Münchner Leben kam, mir so ein bisschen unintellektuell vor, da habe ich gemerkt, dass ich mich da irrte, zumal Frankfurt seinerseits in den 50er Jahren eine sehr viel lebenswertere und lebenswürdigere Stadt gewesen ist als jetzt mit diesen vielen Bankpalästen. Da waren natürlich in den 50er Jahren der Suhrkamp Verlag und der S. Fischer Verlag und die Frankfurter Hefte und die ganze Intellektualität, das war viel geballter als fürchte ich heute. Aber immerhin, mittlerweile fühle ich mich doch in München ganz wohl. Ich merke auch, dass meine musikalischen Sachen, dass sie auf ein gewisses positives Echo stoßen. Und ich bin natürlich sehr stolz, wenn man ein Buch über die großen Pianisten über 100.000 verkauft hat und was weiß ich, über die Mozart-Opern auch, glaube ich, 80.000 und so. Das ist ja nicht nur angenehm, sondern davon kann man Häuser bauen. Die Uhr ist genau auf 20.30 Uhr. Und wir haben gesagt, anderthalb Stunden müssen Sie zuhören. Obwohl ich dazu neige, Jochen Kaiser länger zuhören zu wollen, müssen wir hier abbrechen. Die großen Erfahrungen des Schönen haben wir nicht weiter besprochen, aber das ist dein Werk sowieso. Darf ich vielleicht zum Abschluss eine Kleinigkeit lesen? Das wäre schön, das wollte ich dich gerade fragen. Etwas nachdenklicher Text. Ich habe in diesem Buch hier, das jetzt gerade erscheint, habe ich eine ganze Masse auch längerer Kritiken aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren drin, die nicht nur so ein bisschen die geistesgeschichtliche Entwicklung der Bundesrepublik und auch natürlich meine spiegeln, sondern auch, wie ernst man das damals alles genommen hat. Aber das lese ich jetzt natürlich nicht vor, sondern wenn wirklich keine Frage mehr sein sollte. Ich habe übrigens, wenn ich eine Diskussion leitete und eine Frage verhindern will, dann pflichte ich zu sagen, bitte jetzt nur noch Fragen stellen, die, wenn sie nicht gestellt werden, zu einem schweren psychischen Problem für den Fragesteller werden. Dann fragt niemand mehr. Gut, nehmen wir an, dass das jetzt auch so ist. Und ich lese Ihnen einen kurzen Aufsatz vor, der Trösteren Musiker? Heißt.
Leidenschaft, so formuliert es Thomas Mann einmal, ist eine Liebe, die zweifelt. Manchmal in trüben Augenblicken dürfte sich auch ein passionierter Bewunderer der Musik fragen, warum er ihr so viel Zeit widme. Das Wichtigste sind gewiss nicht die Kenntnisse, so wenig sie schaden, die man beim unablässigen Umgang mit bedeutungstiefen Tönen gewinnen kann, die Vertrautheit mit einer unvergleichlich sinnlichen und abstrakten Sphäre. Wichtiger erscheint, dass die Werke der Überlieferung Scharfsinn und Scharfgefühl vorausgesetzt zu unterscheiden lehren, wie unendlich viele seelische Dimensionen es gibt. Dimensionen des Glücks, der Trauer, der leisen, Schubertes schlendernden Melancholie. Musikalische Erlebnisse und Erfahrungen gewähren einen Reichtum an nuancierten seelischen Gestalten und Bekundungen, von dem amusische Zeitgenossen kaum etwas ahnen. Wer das Glück hat, sich berühren lassen zu können von den Geheimnissen, die in großer Musik mitschwingen, gewinnt allmählich ein riesiges emotionales Erfahrungsreservoir. Es hilft ihm, immer zarteres, verästelteres, differenzierteres wahrzunehmen. Dann wird er nicht bloß dem Aufgeblasenen nicht mehr erliegen, die Schlichtheitspose nicht überschätzen, dem Erfüllten leisen, umso dankbarer nachhören. Felix Mendelssohn hatte schon recht, als er feststellte, nicht etwa die Sprache sei konkret klar und die Musik begriffslos vage, sondern in der Musik gäbe es unendlich mehr Zwischenstufen gestalteter Gefühle, als Worte existieren, alle diese Schattierungen auszudrücken. Aber diese hoffentlich nicht allzu idealisierend verblasen wirkende Hymnus auf die sublimen und hilfreichen Erlebnisse, welche hingebungsvolles Hören gewährt, dieser Hymnus bedarf einer herben Ergänzung. Es liegt nahe, der Musik beflügelnde Kräfte zuzuschreiben. Mit Musik geht alles besser, trällerte Ilse Werner einst optimistisch. Ein schwungvoller Marsch soll müde Krieger ermuntern. Verliebte Leute singen nur zu gern aus purem Daseinsglück. Doch auch an ernsten, schweren Lebenssituationen erhofft man Hilfe von der Musik. Martin Luther hat dafür einst die wunderschöne, weder pathetische noch verkitschte Formel von der trösteren Musica geprägt. So wollen kluge Freunde anteilnehmend wissen, ob in Augenblicken quälender Belastung bedeutsame Musik nicht, etwa Mozarts Requiem, Schuberts C-Dur-Quintett, doch Trost spende. Sie tut es leider nicht. Wer eine schwere Krankheit, einen seelischen Zusammenbruch durchmacht, besitzt im Moment solcher Belastung dafür offenbar kaum Aufnahmekraft. Man ist nach gerade überstandener schwerer Krankheit schon heilfroh, bei der Rückkehr in die Welt überhaupt noch hören zu können. Um aber den großen Werken, all ihren Ansprüchen und Dimensionen der Freude wie der Trauer halbwegs gewachsen zu sein, muss man sich im Vollbesitz seiner seelischen und physischen Kräfte befinden. Dem Eroica-Trauermarsch, der archaischen Gewalt von Strawinskys Psalmensymphonie, Mozarts Melancholie ist kein geschwächter Rekonvaleszent wirklich gewachsen. Trösteren Musica? Es gehört beträchtliche Gesundheit dazu, um Kunst und ihren Trost wahrzunehmen. Als Freunde den alten, sehr kranken Anton Bruckner in ein Konzert einluden, schrie er verzweifelt: Camusi! Bevor alle wegrennen, will ich doch sagen, eine Form finden für den Abschied. Wir sehen, auch wenn die Musik nicht tröstet, ich bin nicht ganz deiner Meinung, Schubert kann doch trösten. Aber wir sehen, Jochen Kaiser ist im Vollbesitz seiner geistigen, intellektuellen und anderer Kräfte. Und wir wünschen ihm zum Geburtstag, dass das noch lange zu unserem Wohle anhält.